Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Raft. Schön, dass ihr wieder reinlohnst. Ich habe mir etwas zu essen vorbereitet und zu trinken, wie ihr seht, in meiner Leiste. Und ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Leserrätsel, wo ich ja beim letzten Mal ein bisschen nervös wurde, weil ich es nie hinbekommen habe. Und heute machen wir das wieder ein bisschen ruhiger. So, also dieser Strahl kommt hier rüber, das passt. Dann kommt er hier hin. Danke. Und ich glaube, hier müssen wir jetzt noch mal ein bisschen was verändern. Ich würde das mal so machen. Jetzt ist die Frage, bekommt der hier Saft? Nee, noch nicht. Okay. Dreh dich mal so, dass wir es auch sehen. Okay, nee. Ich will ja dahinter kommen. Das wäre die Idee. Okay, ich muss bestimmt zu dem Spiegel. Aber ich muss erstmal wieder zurück, Leute. Denn mein Anzug geht wieder down. So, bitte eine neue Ausrüstung. Vielen Dank. Bams, Bams. So, ich glaube, ich muss hier an den Spiegel rankommen. Vielen Dank. Das heißt, noch mal ein bisschen... Ja? Das sieht gut aus. Nur wie bekomme ich jetzt... Ah, jetzt, Leute. Ja, geil. Perfekt. Und jetzt muss ich doch eigentlich nur noch den bewegen hier, oder? Oder wie ist das? Ja? Autsch. Achso, oh. Vielleicht musst du mal in die andere Richtung gucken. Jetzt, Leute! Geil. Da haben wir es schon. Fantastisch. So schnell looten. Und Notiz bitte. Gibt es hier einen Schutzanzug bitte? Ja. Okay, ich wollte sie ausreden lassen. Kann ich jetzt hier... Steuerstab klemmen, manuelles Einsetzen, erforderlich. Ah, okay. Reaktorschlüssel. Das wäre ja dann... Wahrscheinlich hier, ne? Okay, kriege ich ja Schaden. Bisher noch nie, Leute. So, für den Moment ziehe ich mir natürlich gerne mal wieder so eine Lampe auf. Wo es jetzt auch nicht so viel bringt. Okay, ich brauche wieder einen Anzug, Leute. Ach du Scheiße. Oh oh. Uah, du bist ja ekelhaft. Ah, hier sind dann noch mehr von euch, oder? Da, da kommt sie schon, der Kriebel. Hallöchen. Oh. Ich treffe dich nie. Schweinekäfer. Bist du tot? Ja. Geilo.
Okay, erstmal den Raum clean. Oh, guck mal da hinten mit dem Schatten, ne? Du bist da ranzig. Spinnviech. Ciao. Mann, du triffst mich immer. Oh, da ist noch einer. Doppelspinnfight. Oh, und mein Speer ist durch. Kurzer Moment, ich bin gleich für Sie da. Autsch. Oh, die kommt. Entschuldigung. Alter. Wie die ineinander noch reinklitschen, Leute. Habt ihr das gesehen? Okay, ich habe halt super viel Leben verloren, ne? Aber ich krieg Fleisch. Okay, ich habe keine Heilsalbe mitgenommen, ne? Das ist natürlich schade. Schaffe ich das jetzt, ohne zu sterben? Speicher kurz, klar. Moinzen! Oh, fuck, die hat eine ordentliche Reichweite. Das Vieh. Okay, ich mache jetzt hier irgendwas. Bams. Wow, Schweinevieh. Streff dich nie. Yes. Nice. Okay, das muss ich jetzt wahrscheinlich überall machen, ne? Entschuldigung, lieber Käfer, würden Sie bitte herkommen? Geil, dich hatte ich schon angedotzt. Autsch. Und wer sind Sie bitte? Schnell, ich muss mich beeilen. Okay, die spawnen, glaube ich, auch immer wieder. Weil ich den hier den Saft ausdrehe. Okay, ich hole mir einen neuen Anzug. Ciao! Wenn Sie was von mir wollen, kommen Sie bitte mit raus. Danke. Oh. Vielleicht ist die Machete jetzt mal besser. Machete? Nimm mal den Bauhammer raus. Aber irgendwie komme ich mit der nicht so richtig klar, wenn ihr mich fragt. Leider Gottes. So, ich gehe weiter meinen Job machen. Wow! Wo kommst denn du her? Okay, geil. Wie ich aber ohne aufhören kann, das Fleisch einzusammeln, ne? Okay, das klappt. Yes! Yes, Leute! Aus die Maus hier! Habe ich dich schon gelootet? Danke. So. Ach, guck mal hier. Ich ziehe mir nochmal einen neuen Anzug an, obwohl ich das Gefühl habe, dass das Thema jetzt hier vorbei ist. Mit der Radioaktivität. Oh, was ist das? Ist so eisig hier. Okay. Hallöchen, Gedankenspiel, mein Name. Yes. Und? Elektrischer Schmelzer. Ach du Scheiße. Ich habe gar keinen Platz auf dem Floß. Okay, da war, glaube ich, der neue Hinweis, ne? Ja.
Die Geräte für das neue Storygebiet. Okay, ich kann hier noch Push-the-Button machen. Oh Gott! Alter, hab ich mich jetzt verjagt. Hallöchen! Schoko! Geil. Thanks for waking me up. Long-term cryosleep can result in a number of issues. So, you got room for a bioengineer? I swear, it's actually practical. Great! That's very nice of you. I'll do my best. Okay, ich habe mich extra mal für dich umgezogen. Ja, Sneakier. Schokoläuder. Okay, wieder neuer spielbarer Charakter. Aber ich bleib mal. Ich habe schon kurz mal überlegt, als ich im Hauptbildschirm war, ob ich noch mal den Charakter ändere. Aber dachte mir dann, nee, jetzt bleibe ich dabei. Utopia 4543, der neue Plan. Das neue Gebiet, Leute. Und jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt könnte man wahrscheinlich in diese Räume da gehen, ne, die so radioaktiv waren, um da den Loot noch rauszuholen. Aber ich freue mich schon, dass ich jetzt hier einfach so chillig langlaufen kann, Leute. Das finde ich ja schon mal richtig geil jetzt, ne? Hammer. Sehr schön. Ja, wir sind überall gewesen. Fantastisch, Leute. Ich weiß gar nicht, warum ich beim letzten Mal so nervös war. Mich hat das mit den Lasern irgendwie ziemlich gestresst, wenn ich ehrlich bin. Okay, wer hat denn hier so geil geparkt? Okay, ich nehme Neues. Ich wollte anscheinend schnell hier hin, wie man sieht. So. Geil. So, Leute, ich würde aber vorschlagen, dass wir zurück zum Floß gehen. Und ich habe mir es gemerkt, hoffentlich. Yes. Da, wo die drei Bäume stehen, da ist mein Flößchen. So, liebes Temperance. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. War sehr unterhaltsam. Ich glaube, ich werde am Ende noch mal so ein Ranking machen, was meine Lieben, also wie die Storygebiete mir so gefallen haben und was so mein Favorit ist. So, Hallöchen. So, jetzt kannst du aber mal bitte diese Lampe ausziehen. Weil irgendwie nervt die ein bisschen. Okay, liebe Leute, ich muss natürlich gestehen, in der Zeit, wo ich Nahrungsmittel hergestellt habe, ich wollte ein bisschen was vorbereiten. Habe ich so ein bisschen mir die Zeit vertrieben, wenn man das so schön sagen kann. Wir gucken erstmal hier rein. Elektrischer Schmelzer. Wie gesagt, ich kann das leider alles gar nicht bauen, weil ich viel zu wenig Titan habe. Und wir eigentlich heute auch mal überlegen müssten. Wir gucken mal kurz rein. 7 Stück habe ich. Das ist lächerlich wenig. Für das, was ich hier tun kann. Und wir sollten halt heute eigentlich mal überlegen, was ich denn jetzt am besten mal baue mit den 7 Titanen, was da die klügste Variante wäre. Okay, was habe ich ein bisschen erledigt? Ich habe mir ein Bild aufgehangen. Sehr wichtige Info. Ich habe mir hier noch ein Vogelnest hingebaut. Zack. Habe ich hier was verändert? Nö. Stimmt, ich habe mir die Tannen hingesetzt und hier, das ist eigentlich das Interessante. Ich habe mir jetzt doch noch mal 2 von diesen großen Anbauflächen hingebaut, weil ich das irgendwie schon ganz geil finde.
hier zwischendurch immer mal ein bisschen Holz. Und ich habe dann gemerkt, dass ich für das Kochen super viel brauchte, Leute. Super viele Ressourcen wieder. Und da habe ich dann gedacht, komm, baller die mal hier hin jetzt. Das habe ich gemacht. Ach so. Und was anderes habe ich noch getan. Das hätte ich jetzt fast vergessen, obwohl das eigentlich super wichtig ist. Das darf ich gar nicht vergessen, euch das zu erzählen. Bitteschön. Ich habe jetzt hier einen funktionierenden Bienenstock. Ich gebe aber zu, dass ich gegoogelt habe, weil ich es nicht verstanden habe, was ich machen soll. Ich habe das dann noch so ein bisschen ausprobiert. Und ich weiß gar nicht, können wir das jetzt hier sehen? Ja. Ich muss mir wirklich angewöhnen, bei den Tools diese Zeichen hier von dem Spiel zu beachten. Hier, ich habe das so lapidar vorgelesen oder euch erklärt. Aber hier war eigentlich der Hinweis, und zwar Biene und Blumen. Und ich habe es aber in dem Moment nicht so richtig gerafft, was sie von mir wollen. Und dann habe ich halt gegoogelt und dann habe ich erfahren, dass ich da so einen kleinen Setzkasten mit Blumen. Ah, jetzt war halt die Möwe hier, ne? Und hat mir die Blumen weggeäumelt, Leute. Jetzt check ich's gerade. Oh, das habe ich natürlich nie bedacht, ne? Und der Witz ist ja, dass ich ja alle Samen, also alle Blumensamen weggeschmissen habe, weil ich damit nichts anfangen konnte. Und was ist natürlich jetzt? Jetzt brauche ich die, Leute. Kann ich mir. Jetzt brauche ich halt original für den Setzkasten für die Blumen noch eine Vogelscheuche, ne? Und in der Zeit, wo ich jetzt nie da war, hat die Möwe mir natürlich die Vogelscheuche zerdeppert. Naja, ist klar. Was wollte ich? Nee, warte mal. So. Und gib mir mal ein bisschen Kunststoff, bitte. So. Perfekt. Dann setze ich die jetzt wieder auf. Guck mal, da ist die sogar schon. So. Und dann muss ich. Hallo? Dann muss ich tatsächlich dann wirklich bei der nächsten Insel nochmal Stopp machen, so gesagt, ne, Leute? Okay, also. Wir haben jetzt also eine Möglichkeit, Honig herzustellen und somit auch wieder Biokraftstoff. Mir ist natürlich bewusst, dass es eine neue Biokraftstoffanlage gibt. Aber wir gucken kurz rein, liebe Leute. Denn das Hauptproblem, ich habe es ja schon gesagt gerade, ne, ist, dass ich nur 7 Titan habe und ich mit dem Gerät erstmal noch klarkomme. Ich würde aber vorschlagen, dass wir jetzt erstmal wieder hier abdampfen. Ich muss rückwärts fahren. Ah nee, das war der Anker da unten, sorry. Was denn los? Ist doch noch Kraftstoff drinne? Warum bewegst du dich jetzt schon wieder so lahmig? Ach, Leute, Klassiker. Der Anker natürlich. Wie peinlich, oder? Geil. Mann, ey. Ja, den Anker, den würde ich mir natürlich auch gerne bauen. Aber auch für den Anker brauche ich. Ach, Titan, die habe ich ja noch nimmer.
Das heißt, wir müssten eigentlich wieder eine neue große Insel aufsuchen, ne? Bin ich jetzt bei dir hier oben gewesen? Ich kann es euch gar nicht sagen, Leute. Ich fahre jetzt hier erstmal raus aus dem Gebiet. Ich glaube, das ist die klügste Variante. So, mal ein Süppchen reingeballert. So, perfekt. So, ich mach mal kurz hier einen Test. So sieht es dann aus übrigens. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass das so ein bisschen verdeckt ist. Nur wenn ich das die Kamera darüber nehme auf die andere Seite unten, dann sind da wieder irgendwelche Texte von meiner Kamera überschrieben. Genauso wie in den anderen Ecken. Es ist in dem Spiel ein bisschen. Oh mein Gott, ich stotze halt voll gegen die. Autsch. Okay, wir müssten dann mal. Warte mal. Dreh dich mal ein. Okay, ich habe vergessen, dass wir ja jetzt auch erstmal noch hier rauskommen müssen, ne? Bist übrigens wieder auf dem Falschen. Das ist hier mit den Schollen natürlich nicht ganz so einfach. Okay, ich glaube, jetzt kannst du wieder ein bisschen eindrehen. Utopia. Da bilde ich mir ein, da habe ich schon mal irgendwas gehört von. Ich glaube, du musst noch ein bisschen rein. So, reicht das jetzt? Kommt da noch eine Scholle? Ja. Okay, das müsste eigentlich reichen jetzt. So. Also, wo haben wir denn eine Insel? Die da oben würde ich jetzt mal anstellen, die große Insel. Das heißt, wir sind ja eigentlich wirklich auf Kurs, kann man sagen. Und dann drehen wir uns nämlich wieder ein bisschen ein. Vielleicht haben wir ja Glück. Und es ist eine Bäreninsel. Das wäre eigentlich ziemlich geil, wenn ihr mich fragt. Weil dann würde ich da auch noch mal Honig bekommen. Ich würde sehr viel Leder bekommen, was ehrlich gesagt auch ganz cool wäre. Und ich wollte da unten vor allen Dingen jetzt auch noch mal. Frage ist, können wir uns ein bisschen. Nee, wir fahren sonst in die. Der Wind steht für uns nicht so gut. So, kann ich denn jetzt hier noch mal was einpflanzen? Oh, ich habe nur noch eine von der. Natürlich schade. Okay. Die Kokosnuss, die brauche ich irgendwie am meisten bisher für die Nahrungsmittel tatsächlich, Leute. Besser die mal. So, perfekt. Dann kannst du mal oben nach den Tieren schauen. Zack, zack. Sehr schön. Ach so, ja. Ich hatte übrigens noch einen Sprinkler in meiner Kiste drin. Ich hatte das irgendwann mal gebaut, aber anscheinend nie aufgesetzt, das Ding. Jetzt habe ich halt zwei von den Dingern. Und auch hier wieder. Toni hat es mir schon gesagt. Deswegen meine ich mit, ich muss da mal ein bisschen besser drauf achten, auf diese Beschriftungen. Das ist jetzt in diesem Let's Play schon so häufig gewesen, dass ich.
das verrasselt habe, ne? Auch hier wurde mir natürlich gezeigt, wie das Ding funktioniert. Also hier ist der Springler und 9 Felder. Lass doch die Blume in Ruhe. Schweineding. Und drumherum, so wird es bewässert. Hier würde man es ganz gut sehen. Die werden alle bewässert hier. Aber die 2 Stück eben nicht. Und ich will aber den Tieren noch ein bisschen mehr Platz lassen. Deswegen habe ich den jetzt einfach noch so ein Ding hier hingesetzt. Das passt schon. Hallo. So. Ja, das geht doch wieder richtig zügig, Leute. Fantastisch. So. Gibt's mal wieder ein bisschen was zum Einsammeln. Ich muss mir dringend einen Bogen bauen. Ich kann aber im Moment nicht, weil mir der Clipper fehlt. Wobei ich jetzt gerade sehe, dass ich wieder 2 Stück habe. Und das könnte zur Bedeutung haben, dass ich mir jetzt wieder einen bauen kann. Wir gucken rein. Yes! Sehr schön. Cool. Dann kann ich ja eigentlich meine Pfeile wieder nehmen. Die habe ich nämlich auch rausgelegt. So. Her. Du mal her. Bim, 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 bim. So, dann räume ich die Taschen mal aus. Und dann schauen wir mal, ob wir da nochmal ganz gemütlich ankommen jetzt bei der neuen Insel. Guck mal, das kannst du mal stapeln. So. Dann hast du wieder ein bisschen Kunststoff. Genau, ich muss mir natürlich ganz viele Müllwürfe herstellen. Aktuell habe ich noch 6 Stück. Aber ich will ja richtig durchstarten jetzt da auf der Insel, ne? Wäre schon ganz cool. Und jetzt weiß ich auch, dass ich die Samen einsammeln sollte, ne? Also die Blumensamen. Die brauche ich jetzt doch am Ende des Tages wieder. So, dann kannst du eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das Fleisch mal ein bisschen durchbraten. Und dann hast du, das hast du anscheinend immer noch so, weil die nicht stapelbar sind mehr. Dann mach das so. Das Eimer bitte noch raus. Nee, falsche Kiste. So. Okay, jetzt sollte ich mal wieder gucken. Jo, richtig chillig, Leute. Sehr schön. Habe ich noch irgendwas für den Müllschlucker? Na, das Holz, das ist mir immer zu schade, Leute. Das zu verbaseln. Nicht so wirklich, oder? Oh, große Kiste. Nice. Habe ich gefühlt schon eine Ewigkeit nicht mehr eingesammelt. Okay, liebe Leute, wir tuckern jetzt gemütlich auf die Insel zu. Wir haben wieder ein Storygebiet geschafft. Versuchen jetzt wieder ein bisschen Titan hier von der Insel zu bekommen. Und würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich auf die neue Folge und sage bis bald bei Raft. Tschüss, Leute.